Die Theater AG des Karl-Orff-Gymnasiums Unterschleißheim hat in ihrer Schulpartnerschaft mit der Erste Revier Secondary School in Südafrika das Stück Uncut entwickelt. Ausgangspunkt waren biografische Recherchen beider Seiten zum Thema Frisuren, Kleidung und Schönheitsideale, die stark die Identität besonders von Frauen und Mädchen bestimmen. 2010 haben wir das erste Mal uns mit dem Theater mit Südafrika beschäftigt und haben dann über verschiedene Wege Kontakt zu dieser Schule in Südafrika gehabt und haben gesagt, wir wollen mal zusammen gemeinsam ein Projekt entstehen lassen. Im Juli letzten Jahres kamen 8 südafrikanische Schülerinnen mit ihrer Lehrerin Jill Markram nach Unterschleißheim. Gemeinsam mit den deutschen Schülerinnen und Schülern probten sie 10 Tage in einem Jugendbegegnungshaus. Die waren alle so offen, also die ganzen Mädels so sind offen auf uns zugekommen und haben dann auch so sofort umarmt. Und erstmal so ein bisschen, wow, ihr kennt uns ja gar nicht, aber es war so, die Berührungsängste waren dadurch am Anfang viel weniger. We have a friendship. Wir sind befreundet, wir haben eine Beziehung. Nicht die Show allein zählt, sondern der Prozess. Was ich noch gelernt habe, ist zum Beispiel viel über Respekt. Eben weil das ganz andere Menschen sind. Eigentlich auch Jugendliche, aber trotzdem, sie kommen aus ganz anderen Verhältnissen. Aber es hat sich so angefühlt, als wären es schon langjährige Freunde von uns, als würden wir uns mit denen auf einer Augenhöhe unterhalten. Die Südafrikanerinnen hatten aus den Lebensgeschichten ihrer Mütter und Großmütter sehr tiefgehende Szenen zu Missbrauch und häuslicher Gewalt, Sklaverei und Völkermord entworfen. Yes, Sunday best. Mama! Mama, don't leave me! So, dass das Thema tatsächlich von Südafrika uns geschenkt wurde. So, dass wir gesagt haben, das ist ein tolles Thema, in dem es ja sehr stark um die Situation der Frau in Südafrika geht. Und dann wir immer wieder so kleine Highlights auch dazugegeben haben, wie ist es denn hier und haben wir vergleichbare Situationen auch bei uns. Bei uns hat jetzt Kleidung nicht so die richtige Rolle gespielt, aber dafür eben Frisuren. Und dann haben wir eine ganz nette Geschichte über einen Mädchenzopf oder auch eine Geschichte über eine Frau, die irgendwann beschlossen hat, sie möchte ein Mann sein. Und das hat auch eben sehr viel mit den Haaren zu tun. Daher stammt auch der Titel des Stücks, Uncut, ungeschnitten. Fragen nach der Selbstinszenierung und Gruppenzugehörigkeit durch Haarschnitte oder Kleidung betreffen Jugendliche in Südafrika und Deutschland gleichermaßen. Wir haben beide voneinander gelernt. Wir von den Deutschen und die Deutschen von uns. Der Austausch ging sehr viel tiefer und wurde weit emotionaler als ein normaler Sprachaustausch. Die südafrikanische Lehrerin Jill Markram leitete die Proben. Und das Proben war eben dadurch, dass wir eine ausgebildete Theaterlehrerin hatten, eine ganz neue Erfahrung. Und das war halt diszipliniert, es war so motiviert, so positiv, das hatte ich nie. Die Art, wie sie dabei waren, dass sie so akkurat dabei waren, dass man aus jedem so viel rausholt wie möglich und mit dem ganzen Körper dabei ist. Ich dachte immer, ich bin nicht gut genug. Nach diesem Austausch weiß ich, ich kann es schaffen. And now I believe in the words, I can. Der Theateraustausch soll weitergehen. Stephanie Höschel plant schon das nächste gemeinsame Projekt, diesmal in Südafrika. Wir haben die Idee, dass wir mit dem Thema Flüchtlingssituation hier und Flüchtlingssituation in Südafrika, die es ja dort auch gibt und auch sehr starke Fremdenfeindlichkeit, dass wir uns mit diesen Themen uns eher beschäftigen. Das Karl-Orff-Gymnasium für eine Welt!